Moin aus dem Wunderland, ich bin Joris und ich zeige euch heute, wie ich die Netzteilinsel von Monaco verkabel. Wir haben in den neuen Bauabschnitten mittlerweile neue Netzteile, haben unsere komplette Infrastruktur, was die Versorgung der MIO-Lights angeht, umgerüstet. Und wie genau das Ganze aussieht, zeige ich euch heute. Ich bin Joris, ich bin im Wunderland für die Verkabelung der Häuser unter der Anlage, aber auch für das Beleuchten der Autos und der Gebäude auf der Anlage zuständig. Als letztes habe ich die Speicherstadt beleuchtet, zumindest großteilig Gebäude da, besonders den Tag-Nacht-Rhythmus im neuen Wunderland. Ja, aktuell sitze ich unter der Anlage, kümmere mich da um die neue Stromversorgung in Monaco, habe die auch vorher in Patagonien und in Rio gemacht. Ich sitze hier gerade vor der neuen Netzteilinsel von Monaco. Die ist mittlerweile deutlich kompakter aufgebaut als in den alten Bauabschnitten. Früher hatten wir viele kleine Netzteile. Mittlerweile haben wir nur noch zwei große Netzteile. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir früher sehr viele Probleme hatten mit Netzteilausfällen, was dazu geführt hat, dass dann Häuser auf der Anlage Knopfdrücker nicht funktioniert haben. Und der Vorteil von den großen Netzteilen ist zum einen, dass sie deutlich mehr Leistung haben und zum anderen, dass sie redundant sind. Das heißt, wenn ein Netzteil ausfällt, greift das andere und wir haben halt zukünftig nicht mehr das Problem, dass einzelne Gebäude oder Knopfdrücker nicht mehr funktionieren, weil die sich gegenseitig quasi stützen und wir dadurch Netzteilausfälle vermeiden. Wir haben das Ganze in zwei Schaltschränken aufgebaut. Das hat den Hintergrund, dass wir in diesem Schaltschrank den 400 Volt Teil haben, sprich die Stromversorgung aus dem großen Schaltschrank, aus unserer Hauptverteilung, dann auf die Netzteile gehen und ab den Netzteilen gehen wir mit 15 Volt raus, 15 Volt Gleichspannung. Und um das Ganze ein bisschen zu trennen, übersichtlicher für uns zu machen, haben wir in diesem Schaltschrank nur die Netzteile und die Verteilung für die 15 Volt und gehen dann über eine Bohrung rüber in den gegenüberliegenden Schaltschrank und wie es da aussieht, zeige ich euch jetzt. Ich habe damals bei der Deutschen Bahn gearbeitet, habe mich da um die Instandhaltung der Züge und die Reparaturen gekümmert. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass Schichtarbeit nichts für mich ist. Und genau, zu der Zeit lief ein neues Video vom Wunderland über Game of Thrones, wo Theresa den Drachen neu modelliert. Und in dem Video kommen auch beleuchtete Figuren drin vor. Und ja, das Video hat mir so gut gefallen, dass ich gedacht habe, okay, ich bewerbe mich beim Wunderland. Von drüben komme ich mit den Leitungen durch die Bohrung hier raus. Gehe dann über eine Kupferschiene, die hier oben eingebaut ist, auf Lockboxen. Das sind im Prinzip Sicherungen, die sich einstellen lassen, die uns aber noch ein paar mehr Vorteile bieten. Zum einen kann man die aus der Ferne über den PC ein- und ausschalten. Man kann sie aber auch auslesen, was uns ermöglicht, Fehler zu erfassen. Sprich, wenn eine Lockbox durch einen Kurzschluss oder Überlast ausgelöst hat, kriegen wir eine Meldung am PC und können sehen, welcher Fehler vorliegt. Aus den Lockboxen gehe ich auf sogenannte Reihenklemmen und verteile mich von da aus über die Leitungswege im gesamten Bauabschnitt. Die Reihenklemmen versorgen über die Leitung meine MIO-Lights. Das sind für Monaco 137 Stück. Und diese versorgen wiederum auf der Anlage die Häuser, sprich die einzelnen Fenster, die Straßenbeleuchtung, die Knopfdrücker und die Autos mit Strom. Ich habe in dem Fall immer eine Lockbox für drei Reihenklemmen genommen. Das hat einfach den Hintergrund, dass eine Lockbox 10 Ampere absichert und wir grob gerechnet haben, dass jede MIO-Light 3 Ampere benötigt. Dementsprechend komme ich bei 10 Ampere auf drei Reihenklemmen. Wobei auch dazu sagen ist, dass wir im seltensten Fall eine MIO-Light wirklich ausreizen, sprich im Normalfall fließen da 1 bis 1,5 Ampere rüber. Dementsprechend ist eine Lockbox vollkommen ausreichend. Ich bin gerade dabei, die Stromversorgung der MIO-Lights im Schaltschrank zu installieren. Sprich, ich versuche mich gerade so ein bisschen durch das Kabelwirbel zu sortieren. Habe hier schon angefangen, die ersten Leitungsbündel zu beschriften und lege die jetzt nach und nach auf die einzelnen Reihenklemmen auf. Und bei dieser hochspannenden Aufgabe schaut ihr mir jetzt zu.
An meinem Job macht mir besonders viel Spaß, dass ich mich grundsätzlich kreativ ausleben kann. Gerade zum Beispiel die Speicherstadt, den Tag-Nacht-Rhythmus. Da habe ich das Gebäude bekommen und konnte mir dann überlegen, welches Fenster ich beleuchte und wie ich den Tag-Nacht-Rhythmus gestalten möchte. Jetzt unter der Anlage mache ich ja gerade die neue Stromversorgung. Und da war es so, dass ich im Prinzip noch nie was damit zu tun hatte, bis ich hier angefangen habe. Und es dann irgendwann hieß, ja komm, hast du nicht Lust, das mal zu machen? Hier haben wir eine Betriebsanleitung von den neuen Netzteilen. Lies dir die doch mal durch. Ich glaube, das waren 600 Seiten oder so. Und das habe ich dann mir alles selber beigebracht, habe mich da reingelesen und habe dann Stück für Stück halt angefangen, mir das Wissen anzueignen, wie ich die Schaltschränke und die Netzteile konfiguriere und aufbaue. Und ja, mittlerweile läuft das System halt in Rio und Patagonien komplett problemlos. Den Hardcore-Nerds unter euch ist vielleicht schon aufgefallen, dass ich hier den Plus die ganze Zeit blau verkabelt habe. Dazu besagt die Wunderland-Legende, zumindest wurde es mir damals so erzählt, als ich hier angefangen habe, dass als das Wunderland entstanden ist und die ersten Bauabschnitte gebaut wurden, blau die Kabelfarbe war, die am meisten da war. Und dadurch, dass unsere Mivo-Lights die Massen schalten, haben wir, um uns das Verkabeln unter der Anlage leichter zu machen, den verschiedenen Verbrauchern unterschiedliche Kabelfarben zugeordnet. So sind zum Beispiel die Dauer-Ans grundsätzlich braun, Geschäftsbeleuchtung schwarz und Wohnungsbeleuchtung gelb. Und dadurch, dass der Plus bei uns die einzige Konstante ist und blau die Kabelfarbe war, die am meisten da war, wurde in den Anfangstagen festgelegt, dass bei uns der Plus blau verkabelt wird. Und das sieht sich im Prinzip bis heute, dass wir den Plus blau verkabeln und die Masse entsprechend der Verbraucher, die angeschlossen sind. Ein weiterer Grund, wieso wir uns für die neuen Netzteile entschieden haben, ist, dass wir damit auch richtig Strom sparen können. In den alten Bauabschnitten haben wir sehr viele kleine Netzteile verwendet und die laufen, sobald morgens die Reinigungskräfte oder Petra und Basti, sprich unser Anlagenreinigungsteam, das Haus betreten und den Hauptschalter einschalten und gehen dementsprechend auch erst aus, wenn der Letzte das Haus verlässt und den Hauptschalter wieder auslegt. Bei unseren neuen Netzteilen ist es mittlerweile anders. Diese können wir über den Lichtrechner steuern und können dadurch gerade morgens und abends die Leerlaufleistung massiv reduzieren. Dadurch, dass wir den Strom quasi erst eine halbe Stunde vor Eröffnung der Anlage freigeben. Des Weiteren bieten uns die Netzteile die Möglichkeit, den Strom zum einen zu begrenzen und zum anderen geben sie auch wirklich nur den Strom raus, den die Anlage benötigt. Und dadurch lässt sich für uns massiv Strom sparen. Wenn ich 2 Zentimeter groß wäre, würde ich mich nach Monaco setzen. Ich habe damals den Yachthafen fast ein halbes, dreiviertel Jahr beleuchtet und der besteht aus knapp 5000 LEDs und ja, da habe ich so viel Zeit und Arbeit reingesteckt und ich bin super zufrieden mit dem Gebäude, dass ich mich definitiv da einsetzen würde. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen und ihr konntet zumindest einen kleinen Einblick bekommen, wie die Stromversorgung bei uns in der Anlage funktioniert. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in Monaco weitergeht, dann bleibt dabei und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.